Ja, unterwegs im Audi e-tron, habe ich mir gedacht, ja, irgendwie so ein Vergleichstest wäre ja gar nicht schlecht. Aber mit was vergleicht man denn ein Audi e-tron? Mit einem Koda oder einem Ioniq muss ich da nicht kommen, das wisst ihr selber. Also habe ich mir gedacht, hey, Model X, das wär's. Und dann habe ich nur nachgedacht, wer hat denn ein Model X? Da gibt es jemanden hier bei YouTube, der nimmt sein Model X und holt da mal eben sein Model 3 aus Hamburg direkt von Tesla ab. Einfach weil er es kann. Und wer wäre besser dafür geeignet, sich mal den Audi e-tron anzugucken, als Mr. Energiewende himself? Wir fahren zu Holger Laudelei. So, da bin ich mal gespannt, was er zum Audi sagt. Also, kommt mit mir mit. Dir das mal an. Da ist der Holger. Der hat mich gleich gesehen. Jetzt mal gucken. So. Ja, moin. Guck mal, wer hier ist. Moin Stefan, Holger, hi. Alles gut? Ja, alles gut. Ich habe dir den ersten deutschen Tesla-Killer gerade mitgebracht. Aha. Wir müssen mal eben gucken, dass wir hier mal eben im Fokus sind. So, hier. Jetzt sind wir im Fokus. So, gut. Also der erste deutsche Tesla-Killer. Und ich mal dachte mir, dann können wir doch mal eben gegen dein Model X vergleichen. Ja, was wollen wir machen? Ich will einfach mal, gucken, was wir die Autos ne? an. Ist ein Riesentrümmer, ne? Ja. Ja, lass uns einfach mal angucken. Mich interessiert einfach mal, was du davon hältst, von dem Auto. Naja, mein erstes Ziel ist es ja immer, wenn ich sowas zu beurteilen habe, Ladenetz. Das ist immer, es wird viel geredet im Internet, Tesla-Killer hier und da, aber ich sehe nirgendwo Ladenetze. Das ist das allergrößte Problem. Du bist jetzt wirklich bei der Infrastruktur, ne? Ja. Ja. Wir können ja an Autos bauen, was wir lustig sind und mit Sicherheit ist das Auto auch nach deutscher Ingenieurskunst gebaut und auch super Qualität, wahrscheinlich mit Tesla gar nicht zu vergleichen. Ja, das glaube ich auch alles. Nur was ganz, das nützt es. Wenn ich eine Fernfahrt vor mir habe oder eine längere Reise vor mir habe, dann brauche ich auf jeden Fall ein Ladeinfrastrukturnetz. Gut. Ne? Ionity baut ja ganz viel inzwischen. Ja, europaweit 400 Stationen. Ja, das ist natürlich. Wie viel sind 400 Stationen europaweit? Nicht viel, oder? Nichts. Da sehe ich also ein Riesenproblem. Warst du schon mal an einer Ionity-Säule? Ja, im Kona. Hast du es dir mal angetan? Funktionierte tatsächlich gut. Ja, und auch bist auch durchgestiegen da? Stand die Sonne nicht auf dem Display drauf? Nee, bei mir nicht, tatsächlich nicht. Ich war an der Ionity-Säule, Sonne auf dem Display und ich habe festgestellt, das ist nicht so einfach wie bei Tesla. Bei Tesla steckst du ran und die Sache ist erledigt. Ja, das stimmt. Du musst mehr drücken, freischalten, RFID-Karte etc. Ja, das ist ein Riesenproblem. Ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist nach wie vor ein tolles, schickes Auto. Super. Hast du schon mal gesehen? Ja, ich habe mir schon mal angeguckt. Ne? Ja. Ich habe einen Kunden, der gerade einen kriegt. Also allein das hier, ne, das ist ja schon Highlight. Ne? Also das ist German Engineering, du. Also. Ja, super gemacht, also vom Feinsten. Finde ich auch toll. Was kann der denn AC laden? Kann der 22 kW? Nein, natürlich nicht. Ja, da sind wir schon wieder bei dem ersten Problempunkt. Ich dachte jetzt nicht, der kann nur zweiphasig oder irgend so ein Zirkus. Nee, zweiphasig auch nicht. Ich glaube, der ist tatsächlich, also ich muss echt überlegen, was der kann, nur AC. Das müsste ich nochmal nachgucken. Also, warum hängen wir nicht einfach immer eine Säule ran? Lass uns das doch einfach machen, oder? Ja, klar. So, wir haben ja zufällig eine Ladesäule hier. Ja, hängen wir doch da einfach ran. Muss man nur vorwärts fahren. Was er bringt. Also ich muss ja gleich anzeigen, ne? Gucken wir mal, wie das zeigt. Ich gehe mal auf die andere Seite. Initialisieren, sagt er. Ladevorgang aktiv. Ich habe den schon auf Holgermaß eingestellt hier tatsächlich. Auch nach unten gefahren noch? Ne, nach unten noch nicht, natürlich. Ah, stimmt, ich muss mal nach unten machen, ne? Das vergessen. Sind alle für Zwerge, das weißt du doch. Ja, das weiß ich, da hast du recht. Das kriegen auch die Deutschen nicht hin. So, mein Lieber, jetzt ist mal interessant, ne? Zu gucken, ob er mir irgendwie anzeigt. Das ist die
Er begrüßt einen auch, also wie die Koreaner übrigens, ne? Er hat ganz viele tolle Ladevorgang aktiv, ja, und? Jetzt sag mir doch mal. Guck mal, jetzt mal ernsthaft. Da wird so viel gemeckert über Tesla, dass keine Sau durchblickt, ja, bei dem Tesla-Bildschirm. Ja, jetzt guck dich mal um, jetzt guck dich mal dieser Drei Bildschirme, ne? Ich also werd hier gerade irre. wer soll denn da durchblicken, bitte? Ja, das ist tatsächlich so, ne? Ich möchte jetzt einfach wissen, mit wie viel Leistung lädt das Auto oder mit was für einem Strom? Das wäre mir auch recht. Aber ich will ja nicht schlecht machen, aber wo ist das bitte schön? Laden und Effizienz. Laden. Ladevorgang. Aktiv. Aber zeigt nicht wirklich, was man. Was kann deine Säule? Die kann 22 kW, aber. 22 kW, guck mal, hier Fahrzeug steht gar nichts, oder? Muss man richtig doll drauf drücken, aber nee, ist tatsächlich nichts. Schöne Bildschirme. Sind schön klar, aber du siehst auch schöne Finger ab. Ja gut, die siehst du ja überall. Das ist ja nicht so. Aber bei Hyundai gar nicht so. Aber ich sehe zum Beispiel auch wieder jetzt hier, es ist ein Knopfdruck und dann sehe ich beim Tesla, mit was für einem Strom lädt er gerade. Ja. Und daraus kann man ja aus dem Strom kann man beim Tesla ja ableiten, ob es dreiphasig ist oder einphasig, ne? Aber ich kann hier nichts sehen. Oder findest du irgendwas? Nee. Er sagt uns den Batteriefüllstand. Ah, 10 kW. Ich musste hier von, ich zeige dir das mal eben, ganz genau, wie ich es hinbekommen habe, ne? Also, wie man sieht, sieht man so gar nichts. Aber wenn ich hier auf dem Lenkrad auf View drücke, also den großen anmache, zack, ja, da seht ihr da oben 10 kW. Ey, woher soll man das jetzt wissen? Das weiß man nicht. Okay, das habe ich Bedienungsanleitung lesen, dann ist man ganz weit vorne. Aber wir sind Männer, wir lesen keine Bedienungsanleitung. Nein, natürlich nicht. Im Leben nicht. Ich habe beim Tesla nie irgendwas gelesen. Ne, glaube ich. Also er lädt mit 10 kW. Das ist ja schon mal gut zu wissen, dass er, dann muss es dreiphasig sein. Dann muss er dreiphasig haben, ja, definitiv. Ein 11 kW Lader an Bord. Ja, da hat er 11 kW Lader. Gut, das ist schon mal sehr fortschrittlich. Das ist für ein deutsches Auto. Für ein deutsches Auto? Finde ich das gut. Also dafür, dass die Jungs noch mit 3,7 kW unterwegs sind, einige, ist das völlig in Ordnung. Gut, mehr kann Tesla ja auch nicht. Das ist in Ordnung. Aber wie gesagt, ich muss noch mal auf die ganzen Knöpfe hier zurückkommen und auf die ganzen Bildschirme. Es ist also doch echt müßig, da durchzusteigen, oder? Ja, Freundin, du hast, das habe ich auch schon gezeigt, du hast drei Hebel hier. Ne? Du hast hier einen Hebel, hier einen Hebel, da unten den Hebel für Limiter und Tempomat und so weiter, ja. Ich bin natürlich jetzt auch mittlerweile durch den Wagen von meiner Tochter, von dem Model 3, bin ich noch vorsichtiger geworden. Ja, Wahnsinn. Der ist ja noch weiter minimalisiert. Also Model S und Model X ist ja schon minimal alles von der Anzeige her. Man muss ein bisschen wissen, wo was ist. Aber der Model 3, das ist ja das Hammer, oder? Das klingt einfach alles. Ja, ne? Das ist das für mich ist das, also ich habe das neulich ausprobiert. Da habe ich zu meiner Tochter gesagt, wir können tauschen. Du kannst mein Model S haben. Mein Model S ist Steinzeit, ist die totale Steinzeit. Wie alt ist dein Model S? Du drei hast Jahre. Echt jetzt? Der ist drei Jahre alt, ja. Das ist die totale Steinzeit. Das Fahrzeug, der Model 3, ist agiler, der ist irgendwie, man merkt den... Das sagte Dennis ja auch schon, ne? Ja. Irgendwie, dass er, wenn er das Model 3 fährt, er fährt sich irgendwie sportlicher, agiler, also den zirkelst du eher so um die Kurve rum. Ja, du merkst den Reluktanzmotor. Ich habe ja immer nicht geglaubt, dass es zwischen einem Reluktanzmotor und einem Asynchronmotor irgendeinen großen Unterschied gibt, aber es ist tatsächlich da. Ja, und das ist auch wieder so ein Problem jetzt von dem Audi e-tron. Der hat eben genau die Steinzeitmotoren, die wir auch alle drin haben. Hier sind Synchronläufer drin, ne? Ja, stimmt. Oder hat er auch zwei Motoren, ne? Der hat zwei Motoren, genau. Ja, und vorne der gleichen wie hinten wahrscheinlich, ne? Oder ich gehe davon aus, ich habe mit der Technik jetzt noch gar nicht. Ich habe den Wagen abgeholt, bin erstmal auf die Bahn drauf und habe mich gefragt, warum verbraucht er so viel? Ja, jetzt würde mich das mal interessieren, weil ich habe ja vom Model X, der ist ja, was wiegt der hier? 2, irgendwas Tonnen? 2,7? Bestimmt 2,7. Ja, gut, also, Model X wiegt auch 2,7. Das würde mich ja mal interessieren, weil die Verbräuche vom Model X, die habe ich natürlich voll drauf, weil wir mit dem ja, das wissen wir haben ja alles mit dem schon gezogen. Gemacht, getan. Wir wissen ganz genau, was der braucht. Du bist aber nicht Höchstgeschwindigkeit gefahren, oder? Mit dem Model X? Ja, hast du nicht schon Highspeed-Test gemacht? Den Highspeed-Test habe ich auch hinter mir. Okay. Du kennst dich hier in der Gegend ja gut aus, ne? Ich bin in Hagen umgedreht. Okay, Hagen. Ja, Hagen. Also ich bin tatsächlich eben nur von Ilpol nach Schwanewedemar und habe mal geguckt. Bahn war auch nicht so voll. Ich konnte nicht jetzt die ganze Zeit volle Power fahren, aber ich lag bei 41 Kilowattstunden. Was bist du gefahren? Maximal Geschwindigkeit? 200, ja. 200. Der ist abgeregelt bei 200. Mhm. Model X schafft ein bisschen mehr, meine ich, als 200. Der ist, glaube ich, nicht abgeregelt. Das hat der Model X macht der fährt 250, das ist nicht das Problem. Ja, ne? Nee, also wir fahren den Model X, wenn du normal fährst, also wenn nicht wie ich fahre ja immer ökologisch, also ich ökologisiere ja immer in den anderen Fahrzeugen hinterher. Ja. Aber wenn man normal fährt, den Model X, dann fährst du den so zwischen
23 und 26 Kilowattstunden, okay. Da fährst du ihn. Ich bin den jetzt vorhin gefahren, ganz normal, also im Verkehr mitgeschwommen. Ich bin aus der City, Stresemannstraße, hier nach Ritterhude gefahren. So ist meine Pendelstrecke und hatte dann in 27, irgendwas. Durchschnittsgeschwindigkeit aber echt gering, weil Autobahn auch recht voll war. Also die lag unter 60 km/h. Also es gibt ja jetzt mittlerweile, wissen wir ja, dass zwei Dinge extrem wichtig sind bei Elektroautos. CW-Wert und Füllstand der Akkus, also Kapazität der Akkus. Ja. Das Gewicht spielt scheinbar überhaupt keine große Rolle. Ich wollte es gerade sagen, also du hast es ja mit deiner Abholaktion gezeigt. Also ob du ein Model 3 noch mit einem Anhänger hattest oder nicht, das hat eigentlich gar nicht so viel gemacht. Das interessiert dir gar nicht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das war auch extrem schwer, weil der Anhänger hat ungefähr eine Tonne gehabt, Model 3 hoch 1,8. Also hat das Gespann quasi 2,8 Tonnen gewogen. Ja, und dann noch 2,7 Tonnen noch der Zugwagen. Ja. Und trotzdem waren wir bei 35 Kilowattstunden nachher. Das war ja nichts. Das kannst du ja nicht ernst nehmen. Nee, nicht wirklich. 35, überlegen wir mal. Also ich jetzt mit dem Audi jetzt hier 27 Kilowattstunden. Ne? Wir reden jetzt von einem Mehrverbrauch von 8 Kilowattstunden, was für die, die es jetzt gerade noch nicht so parat haben, ungefähr 0,8 Liter Diesel sind. 0,8 Diesel mit einem vollen Gespann von 2,8 Tonnen hinten dran. Mehrverbrauch, ich weiß nicht, normalerweise sagst du, jetzt fährst du so bei 526, also hattest du noch Mehrverbrauch. Ja, 10 Kilowattstunden, das wäre ein Liter ungefähr. Ja, ein Liter Diesel, ja. Ein Liter Diesel im Vergleich einfach nur. Der Diesel, der fährt ja nicht für 3,5 Liter auf 100 Kilometer. Natürlich nicht. Das tut der leider nicht. Der würde mit so einem Gespann locker seine 15 Liter durchziehen. Ja. Und das ist natürlich dann schon ein anderer Kostenfaktor. Ne? Definitiv. Wie sieht das denn hier bei dem Fahrzeug mit Anhängerkupplung aus? Gibt's tatsächlich. Oh, auch zugelassen. Es gibt eine ganz offizielle, kannst du ordern, kannst bestellen, Anhängerkupplung. Ich meine, der hat keine, ich habe noch gar nicht geguckt eben. Gibt es tatsächlich. Also der und der kommende EQC von Mercedes, die kriegen tatsächlich auch bestellbar eine Anhängerkupplung. Gut. Ob die dann, ich weiß nicht, was kann das Model X offiziell ziehen? 2250 Kilogramm. 2250. Ja. Aber ist ja ich meine, die sind bei 1,8 oder so. Ja, gut, das ist ja alles noch Tonnen. In Ordnung. Ne? Der könnte mit Sicherheit auch mehr ziehen. Das ist, denke ich mal, nicht das große Problem. Ne? Ansonsten, wenn du qualitativ das Fahrzeug hier beurteilst, ist das schon der Hammer. Ne? Sieht schon gut aus, ne? Ja, da kommt einfach der amerikanische Hersteller im Moment nicht mit. Ja. Gerade nicht, also ich habe ja nun Model X, ich habe ja einen von den ersten 20, die auf den Markt kamen, also die nach Deutschland kamen und meiner ist eben nicht so gut verarbeitet. Ne? Das ist eben leider und so. Und Platz für dich? Ja, und dafür könnt ihr mal die Tür zumachen. Macht er die Tür nicht irgendwie selber zu oder so? Das schafft er natürlich nicht, nein. Der hat auch keine Flügeltüren? Nein, hat er auch nicht, Holger. Die Tür muss ich jetzt selber zumachen? Ja. Guck mal, Stefan. Arm schon zu kurz. Ich komme da nicht hin. Arm zu kurz. Holgers Arm ist zu kurz. Ist hier kein Knopfdruck, damit die Tür zugeht? Nein, tatsächlich nicht. Ich bin jetzt etwas erschüttert. Was Fahrzeug kostet? Um die 100.000. Und ich muss die Tür selber zumachen? Ja. Aha. Ich versuch's mal, ne? Mach mal. Das Geräusch ist fantastisch von der Tür. Ja, ist so, ne? Ja, okay, das kriegen die anderen nicht hin. Ja, also sitzen ist, ja, das ist alles ein Traum. Da braucht man nicht meckern. Aber es ist hier typisch deutsch. Ich komme mir immer so vor wie in so einem Beamtenauto. Alles hat hier seinen Platz irgendwie, ne? Ja. Und es ist alles aus meiner Sicht recht unübersichtlich, weil einfach mir zu viel Knöpfe. Ich habe mich an diese Tesla-Welt gewöhnt, keine Knöpfe mehr. Auch wenn ich in einen meiner alten Fahrzeuge steige, ich werde wahnsinnig von den ganzen Knöpfen. Hm. Ne? Und Spiegel ist beleuchtet. Schön. Bei dir auch auf deiner Seite? Ja, auch. Ja, schön. Das kleines Glas noch, ne? Ja, das haben sie auch ordentlich gemacht. Ja. Ich sitze jetzt ja ziemlich gut. Ne? Kann hinter mir noch jemand sitzen? Ah, wird schwierig, ne? Gut, das ist aber beim Model X auch nicht besser. Ja gut, aber Holger, wir wissen jetzt alle, du wiegst auch 85 Kilo. Also, nee, 80. Wir haben neulich gewogen. 80 waren es jetzt doch. Ja, Dennis und ich waren ja auf der Waage. Habe ich gesehen. Ich wusste nicht mehr, ob es 80 oder 85 waren. Nee, 80 Kilo. Stimmt, 5 Kilo mehr als Owe. 5 Kilo mehr als Owe. Mehr, und ich habe es jetzt auch meiner Ärztin gegeben, den Schein. Ja. Die ist also hochglücklich, dass sie jetzt genau weiß, wie schlank ich doch letztendlich gebaut bin. Das heißt tatsächlich nochmal auf der Kur oder so, das steht erstmal nicht. Nein, nein, das ist alles Quatsch. Du bist jetzt wieder voll im Korridor. Ja, das ist alles Blödsinn, brauchen wir nicht. Nein, also ich kann aber ja noch locker mit dem Sitz weiter nach vorne gehen. Das ist nicht das Problem. Außerdem liege ich ja fast jetzt in dem Sitz hier schon. Ja, stimmt. Das ist schon. Aber ich bin eigentlich von der Qualität bin ich völlig beeindruckt. Das muss ich ehrlich zugeben. Auch wenn diese Lösung mit drei Monitoren und. Ja, also um das euch mal eben zu zeigen. Ne? Allein dieser Mittelmonitor hier, was man hier sieht, das hätte man halt tatsächlich irgendwie auch in einem irgendwie machen können. Ne? Warum man jetzt zwei gewählt hat oder so.
Also mit einem großen Monitor wäre es halt Model S-like. Du hast einen in der Mitte zum Einstellen jetzt hier und hast dann hier den digitalen Monitor halt für deine Fahrinformationen. Es muss jetzt ja, obwohl ich es auch mega geil finde, bin ich ja bei dir, es muss ja jetzt nicht so reduziert sein wie beim Model 3. Das wird kein deutscher Hersteller machen. Glaube ich auch nicht. Obwohl, es ist echt klasse. Also ich bin jetzt zwei, drei Mal gefahren und ich finde das total cool. Wir haben es ja auch bei unserem Maxus auch. Der hat ja auch ein Mittelinstrument. Mhm. Und ich finde das total toll, wenn man diesen ganzen Zirkus nicht mehr direkt vor sich hat. Ne? Ja. Weil ich ja auch nun sehr groß bin, ich muss ja ständig quasi durchs Lenkrad durchgucken. Ich habe ja immer das Problem, ich bin ja immer so am Schauen. Das ist eben beim Model 3 nicht. Aber wie gesagt, das Auto hat mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung, wird auch seine Kunden finden, da bin ich felsenfest von überzeugt. Ja, auch wenn man die Ladeinfrastruktur jetzt noch nicht als positiv bezeichnen kann. Mhm. Aber wir wissen ja alle, wie wir in Wirklichkeit laden. Wo laden wir denn? Wir laden zu Hause. Ne? Ja, das ist tatsächlich aber in vielen Köpfen einfach noch nicht. Die kommen dann immer wieder, der kann ja verdammt schnell laden hier. Der lädt ja tatsächlich mit 150 kW. Ja, wenn du an der entsprechende Säule. Wenn man jetzt bei Ionity ist und das hinbekommen hat mit dem Freischalten und so weiter. Ja. Nichtsdestotrotz holt Tesla dann die große Keule raus und sagt, okay, gut, 150, so what, wir machen jetzt 250. Mal eben per Software-Update. Ich weiß nicht, ob deiner es dann kann, das Model 3 soll es können. Model 3 kann es, die, glaube ich, S und X wird nicht gehen. Ja, aber da kommen die neuen Motoren jetzt auch wahrscheinlich Ende des Jahres und dann sind sie da auch. Also das ist schon klasse, was jetzt alles kommt. Und es ist ja auch wichtig, dass ein Hersteller wie Audi jetzt mal auch mal eine Ansage macht. Das finde ich schon okay. Als Tesla-Killer würde ich den nicht unbedingt bezeichnen, weil Tesla... Muss man auch ganz ehrlich sagen, macht ja auch nicht Audi, ne? Audi sagt ja nicht Tesla-Killer. Nein, das ist die Presse. Ja, die Presse versucht es halt. Ja. Und es sind leider auch sehr, sehr viele Pressemitarbeiter dabei, die einfach die ganze Elektromobilität bis heute nicht verstanden haben. Ja. Und die dann ganz schnell mit solchen Schlagworten kommen. Weil Tesla ist seiner Zeit nach wie vor um 5 Jahre voraus aus meiner Sicht. Ich sag auch mal, eine Autoentwicklungsgeneration ist das. Ja, kann man so sehen. Ja. Und insofern sehe ich das jetzt auch nicht so negativ. Ne? Und nach wie vor, die Qualität ist beeindruckend. Ne? Ja. Aber das war klar, wenn von einem deutschen Premium-Hersteller was kommt, dann wird das ordentlich sein. Ja, ne? Vom Material, also muss ich schon sagen, es gefällt gut. Kann man ernst nehmen, ja, ne? Definitiv, ne? Also. Und wie kommt er von unten rauf? Der hat ja nun nicht so viel Leistung wie der Model X. Ja, 408 PS hat er. 408 PS. 408 PS, muss sagen, macht schon Spaß. Macht also wirklich, also der ist schnell auf den 200 gewesen. Ja, gut, aber ist eben halt abgeregelt bei 200, ne? Ja, genau. Braucht auch kein Mensch diese Rumgeschwindigkeit. Braucht keine Sau, das ist nur Deutschland. Das ist echt nur Deutschland und so eine Videos brauchst du auch nicht zu drehen für Deutschland. Jeder weiß, wie man 200 fährt, ne? von daher, ich muss mal eben dich da wieder ein bisschen reinkriegen. So. Jeder weiß, wie man 200 fährt. Deswegen habe ich mir überlegt, ob ich nicht vielleicht ein bisschen Kanal mache, womit ich dann auch gegebenenfalls amerikanische Zuschauer mit erwische. Ne? Also, dass sie sagen, okay, wie schnell fährt eigentlich so ein Elektroauto? Und das kannst du halt auf German Autobahn, kannst das machen. Ne? Aber, ja, wir sind, glaube ich, das einzige Land noch, wo es geht. Ne? Ja, irgendwie, angeblich, das ist ein Gerücht, das habe ich gelesen, ich wusste es nicht. Nordkorea. Nordkorea scheint kein Tempolimit zu haben. Oi. Aber das weiß ich nicht. Ne? Also, naja, gut. Da werden wir auch nie erfahren, ob wir irgendwann mal Nordkorea kann ich mir auch nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Nein, die Endgeschwindigkeit ist für mich auch nicht immer interessant. Es ist einfach für mich der Verbrauch. Und das ist ja das, was mich am meisten antreibt beim Elektroautofahren, die enorm kleinen Verbräuche, die damit möglich sind. Ne? Genau, ich habe jetzt mit dem Model 3, habe ich mir einen Test erlaubt, einfach mal so für mich schon, wie weit kriege ich den runter? Und bin dann auch bis Lohne gefahren an den Charger. Bin auch gleich erkannt worden. Das ist immer das Elend jetzt. Ja. Und ich habe den also mit 13,9 habe ich den nach Lohne gefahren. Ne? Und das ist schon, finde ich, beachtlich. Ne? Das ist ja nix. Das zählt ja gar nicht. Ne? Ja, das ist echt wenig, ne? Ja, das ist nix. Ne? Aber gut, das ist mit meiner Fahrweise. Ne? Der Model 3 braucht selbst, meine Tochter fährt sehr schnell jeden Tag. Die muss jeden Tag nach Bremerhaven. Und sie kommt auch nicht über 23. Das ist schon was. Also ja, 23. Die achtet da überhaupt nicht drauf. Das interessiert sie noch nicht mal. Ne? Das Interessante da ist ja auch wieder die Tatsache, die hat ja in ihrem ganzen Leben noch keinen echten Verbrenner gefahren. In ihrem ganzen Autoleben. Die fährt jetzt 11 Jahre Auto. Ja, ist schon geil, ne? Ja, die ist gleich mit Erdgas angefangen und ist jetzt auf Elektro und hat diese ganzen Berührungsängste gar nicht. Ja. Ich erlebe auch oft, wie das Auto gar nicht an der Ladestation steht. Ich sage, Alisa, du musst morgen doch zur Arbeit. Wieso ist du noch 300 Kilometer drin? Was willst du von mir? Ja, ne? Die behandelt das genauso, wie wir ein Auto mit einem Tank behandelt haben. Ja. Wenn da 300 oder wenn da noch 30 Liter drin waren, dann haben wir nicht getankt, oder? Ja, warum auch? War nicht nötig gewesen, ja. So, war nicht nötig. Und wir haben aber, ich habe ja nun gelernt, fahr immer dann an eine Ladestation, wenn du eine siehst.
Ja, aber inzwischen ist es mit den Akkus halt überhaupt nicht mehr nötig, ne? Also ich denke, das ist mit dem e-tron auch nicht mehr nötig. Ja. Da brauchst du nicht so, der hat 95 Kilowattstunden. Genau. Ja, denke ich mal, da braucht man nicht mehr nachdenken, ne? Ja, denke ich auch. Wie gesagt, ich habe einen Kunden, der hat sich jetzt einen bestellt und der war am Schwanken, ne? Tesla oder Audi. Und dazwischen kannst du ja, wenn du ein SUV haben willst, kannst du ja zwischen den beiden schwanken. Mehr kannst du ja nicht machen. Und er hat, das ist das Interessante, der Entscheidungsgrund. Da ist Tesla dran, selber dran schuld, dass der einen e-tron genommen hat. Okay. Weil das ist in Oldenburg. Der hat in Oldenburg sein Büro. Ja. Und wenn wir uns die Gegend mal um Oldenburg angucken, bis Hochfarrel, Jever, Aurich, da ist nichts mit Supercharging. Nee, ne? Gar nichts. Hm. Die nächste Säule ist erst in Brinkum, die du ernst nehmen kannst. Und die ist und die ist klein. Die ist klein, vier Stalls, ne? Und nicht umgerüstet für Model 3. Ja, super. Das ist auch toll. Ne? Da hat Uwe letztens gesagt, irgendwie, das war eine Diskussion bei Facebook, der wird ausgebaut und umgebaut. Warum er auch immer er das wusste. Also ich wusste es nicht. Also nee, ich auch nicht. Also noch ist ja auch nichts passiert. Ja. Einer der letzten, die überhaupt noch nicht Model 3 tauglich sind irgendwie. Und da steht daneben ein einziger CCS-Lader. Ja, und der ist meistens kaputt. Und der ist kaputt. Aber ja, an dem wollte ich nämlich mal das CCS für meinen Wagen ausprobieren, für meinen Maxus. Ja. Da bin ich da extra hingeeiert. Da wusste ich, da hatten wir die CCS-Lader noch, die wir jetzt hatten. Da bin ich da extra hingefahren und dann war der kaputt. Ja. Und das ist, das erlebst du ja bei Tesla auch nicht, nicht? Du kannst ja gucken, sind die Ladesäulen belegt und wenn irgendwas. Und das ist eben das, weißt du, das ist genau das Thema, wo glaube ich viele noch, die jetzt anfangen mit E-Mobilität echt meckern werden. Die verschiedenen Karten und, oh Gott, defekte Stecker und was weiß ich. Ich habe neulich auch wieder, ich habe auch so ein bisschen rumgespielt mit Karten wieder. Nach unserem Video mit dem Telekom-Adapter musste ich auch mal die Telekom-Karte probieren. Ne? Sie funktioniert tatsächlich. Ich warte jetzt auf die Abrechnung. Weil ich hatte eine Säule, die nicht bevorzugt war. Also 89 Cent. Ne? Und nochmal, um zurückzukommen zu dem Kunden. Also das Problem ist einfach, der kriegt jetzt einen e-tron. Er hätte lieber einen Tesla gehabt, aber weil er in der Gegend halt viel rumfährt, Aurich, Farrel, da oben die Gegend, und da sind keine Lader, also keine Supercharger. Genau. Warum soll er sich dann Tesla kaufen? Da wird auch, glaube ich, ein kleiner Fehler gemacht. Ich glaube, diese Gegend wird da oben völlig unterschätzt. Also auch ich muss da auch viel hin. Und für mich ist das immer ein Problem. Also wenn ich da in der Gegend mich bewegen muss, dann weiß ich, es sind hier jetzt keine Lader. Ne? Niedersachsen allgemein wird ganz schön vernachlässigt. Ja. Auch bei Ionity und so weiter, die bauen überall aus. Irgendwie alles nördlich Niedersachsen, also quasi ab Grenze Schleswig-Holstein bis Norwegen, Dänemark und so weiter. Da kommen Ionity-Lader hin. Dann südlich sowieso, also was in Süddeutschland inzwischen steht, ist der Hammer. Und wir haben jetzt irgendwie zwei Standorte, irgendwie eins nördlich Hamburg, so nordöstlich Richtung Kiel oder so auf der Autobahn ist einer. Und der andere war jetzt auch irgendwo da in der Gegend, aber jetzt hier bei uns im Dunstkreis, da ist gar nichts, überhaupt nichts. Wir haben hier überhaupt keine 100 kW Lademöglichkeit. Nein, High-Performance-Charger haben wir hier gar nicht. Nein. Und das ist aus meiner Sicht ist das ganz, ganz schlecht, dass das so vernachlässigt wird. Weil Teslas haben wir hier in der Gegend genug. Allein hier in Ritterhude haben wir jede Menge Tesla-Fahrer schon. Ja. Mein Vater fährt ein, Dennis, du und das, was du sonst hier noch siehst. Also dafür, dass die Fahrzeuge relativ wenig zugelassen werden. Also bedeutend zu der ganzen, was weiß ich, wie S-Klassen hier fahren und was weiß ich so, fahren doch hier recht viele Teslas rum. Also die Dichte. Die ist sehr hoch. Ich habe ja auch ganz, ganz viele im Kundenkreis, die teilweise sogar beide haben, nicht? Model X und Model S. Ja. Und wir haben hier einfach nichts zum Laden. Ne? Ja. Ah, gut, aber das haben die deutschen Autos dann ja auch das gleiche Problem. Die werden das gleiche haben. Also insofern, die Daseinsberechtigung hier bei uns in der Gegend für einen guten deutschen Wagen, die ist da. Ja. Ja, weil hier, das braucht man nicht mehr vergleichen. Also ich bin auch überrascht, wie gesagt. Ich finde es klasse, das Auto. Ne? Ich bin natürlich ewiger Tesla-Fahrer. Ich werde niemals gegen Tesla wettern, das würde ich nicht tun. Also auf keinen Fall werde ich da irgendwas umschwenken. Nein, ich bin auch nicht so ein Freund jetzt von dieser Marke. Nein, das ist leider so mein Problem. Ja. Ich finde, was VW und auch der Konzern sich geleistet haben, das war ein zu viel. Das geht einfach nicht mehr. Nein. Man darf nicht Audi drunter leiden, das ist. Nein, klar. aber das stimmt schon. Ne? Also ich bin da voll bei dir. Aber ein Fahrzeug haben sie super hingekriegt. Jo. Fürs Erstlingswerk ist das schon. Bin ich auch überrascht. Kann man schon fahren. Ja, das zeigt uns ja deutlich, was wird möglich sein, wenn die Jungs jetzt erstmal den Arsch hochkriegen. Ne? Definitiv. Also ich hab halt irgendwie auch ein Fahrzeug gesehen im Internet, der war ganz unglücklich und da war irgendwie zusammengeschustert, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich sehe das hier in diesem Fahrzeug gar nicht. Ne? Also der ist tiptop verarbeitet, der Wagen.
Das ist echt gut. Ja, mein Kunde wollte direkt einen aus der Vorführung kaufen. Den konnte er nicht kaufen, weil er keine Batterie hat. Ach so, der stand da nur. Der stand da nur, den konnte man nur angucken. Ein sogenannter Kutsche. Man nennt das also im Autobaubereich, nennen wir die Autos Kutschen, weil die kannst du nur noch ziehen. Die kannst du nur ziehen, ja. Ja gut, aber ich finde, es ist auf jeden Fall jetzt der richtige Ansatz da und Tesla hat eins geschafft, er hat sie zum Aufwecken gebracht. Nicht? Also, und das wollte er ja auch, ne? Hat er auch gesagt, er hat ja nie so den Anspruch gehabt, ich werde jetzt Marktführer, sondern... Ja, das glaube ich auch nicht, dass das ihn angetrieben hat. Der wollte einfach mal ein Zeichen setzen und sagen, Jungs, komm Jungs, es ist ja machbar, wir kriegen es ja hin. Nicht? Und diese ganzen Leute, die immer wieder sagen, Elektromobilität funktioniert nicht, ich hoffe, dass die jetzt auch langsam merken, dass der Umschwung setzt ein. Ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt, 2019 ist... Du warst bei 2019, ich war bei 2020. Ja, aber 2019, du merkst es, es geht los jetzt. Ja, ist so. Es kommt jetzt von allen Marken, kommt was. Nicht? Was da letztendlich überleben wird, ich habe jetzt von Honda gelesen, Honda bringt jetzt auch einen Wagen raus. Ja, die sind kleiner, ne? 200 Kilometer Reichweite. Wer redet heute noch über 200 Kilometer Reichweite? Ja, das verstehe ich auch nicht. Da wird es jetzt auch dieses Startup Sonosion für Fox vielleicht, die haben jetzt ja gesagt, dass sie in Schweden in der ehemaligen Firma von Saab, also Nefs heißen die ja, die Saab übernommen haben und in Trollhättan, wo Saab zusammengeschustert wurden, also zusammengebaut wurden, die haben einen guten Job gemacht, also nicht schustern, alles gut. die bauen jetzt den Sonosion zusammen, aber damit kommt der erst 2020 auf den Markt. Ja. Und das könnte schon wieder eng 200 werden. Kilometer, nee, 250 Kilometer Reichweite wollen sie haben, 25 Kilowattstunden Akku. So, und dann nach wie vor, dann können wir ja mal über die Problematik reden, das Auto als Speicher benutzen, beziehungsweise bidirektionales Laden. Ja, genau. So, und dann sind wir aber einem Riesenproblem. Okay. Der Wagen soll ja bidirektionales Laden beherrschen. Ja, dann frage ich doch mal, wie soll denn das gehen? Wenn ich ein Fahrzeug dazu benutze, mein Haus zu versorgen, dann muss ich mit dem Fahrzeug doch und dem Haus sprechen können, oder siehst du das anders? Ja, klar, irgendeine Kommunikationsschnittstelle brauchen sie natürlich. Ja, so, die hat aber ja keiner. Ich kenne zumindest keinen, der auf einem vernünftigen Standard sagen kann, jetzt ich baue mir jetzt mal in mein Haus irgendeine Messwandlung ein, dass ich dem Wagen sagen kann, bitte entlade jetzt mal 6 Kilowattstunden aus dem Wagen, weil die restlichen 6, die ich vielleicht noch drin habe, die brauche ich, um zur Arbeit zu kommen. Mhm. Diese ganzen Problematiken, da stehen wir ja vor. Ja, das muss irgendeiner entwickeln. So, und jetzt muss ein Auto muss mit dem Haus sprechen können. Mhm. Ja, CCS lässt das letztendlich zu, von der Sprache her. Mhm. Aber ich bräuchte dann auf der anderen Seite irgendwas, was CCS versteht. Mhm, okay. Und dann müsste mein Messwandler im Haus sagen... Ich wollte sagen, du brauchst einen ganzen Wandler und alles. Ja, ne? Dazu brauche ich natürlich auch wieder Equipment. Das muss mir einer einbauen. Das muss wieder zertifiziert sein. Richtig. Also ich glaube, da haben wir noch, was bidirektionales Laden anbelangt, haben wir einen langen, langen Weg. Naja, es reicht halt nicht, dass das Auto gerne Strom abgeben möchte. Ich muss es halt irgendwie... Ich brauche einen Empfänger. Ja, und viele haben jetzt auch schon geschrieben in den ganzen Kommentaren, ja, der Sion ist ja ein ideales Auto, um als Notladestation herzuhalten. Mhm. Ich glaube nicht, wenn wir zwei Typ-2-Kabel hätten, dass wir von Auto zu Auto laden können. Ich kann mir das immer nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ja, wir werden es erfahren vielleicht. Ja, weil das wäre ja... Aber das, ja, ich bin... Ja, das wäre ja Stecker. Es gibt tatsächlich ein Bild auf der Seite von Sono Sion, wo zwei Sonos gegenüberstehen mit Stecker. Das Bild gibt es. Das Bild gibt es, aber weil sie genau darüber nachgedacht haben. Aber aber lass uns einfach mal dann warten, wenn 2020 das Fahrzeug kommt. Ja. Ich habe jede Menge Kunden, die den auch bestellt haben. Ja, ich habe auch zwei Freunde von mir, die haben den auch bestellt. Das Auto brauchen wir auch wieder. Auch eine super Idee, auch für den Zweck, alles wieder klasse. Ja. Auch ein super Startup geworden, alle. Ja. Aber es dauert. Ja, man sieht ja, wie schwer das ist, was auf die Straße zu bringen. Ja, definitiv. Das ist eben so. Ne? Und Audi hat es halt geschafft, jetzt mit dem e-tron zumindest ein adäquates Fahrzeug auf den Markt zu kriegen. Und es wird seine Kunden haben, mit Sicherheit. Ja. Wenn sie jetzt noch die ganze Batterieversorgung hinbekommen, wäre es natürlich noch besser. Aber naja, aber man hat ja in Deutschland zwei Batteriewerke geschlossen, weil man ja der Meinung war, brauchen wir nicht. Man kann, das ist dieses typische Make-or-Buy-Decision. Und damals haben sie dann entschieden, okay, nee, buy, weil Make ist zu teuer. Haben gesagt, die Asiaten beliefern uns schon, ja, aber dass die Asiaten selber natürlich auch gerne Batterien jetzt inzwischen verbauen, das haben sie damals einfach wohl. Naja, die Asiaten können nicht nur Batterien, die können auch mittlerweile die Autos. Davon mal abgesehen. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Ja. Der M-Byte ist eine gefährliche Geschichte. Ja. Wobei, da mich jetzt gerade überrascht hat, dass der CEO von Byton jetzt wechselt zur Konkurrenz.
Also. Das kommt ja noch hinzu jetzt. Jetzt wird natürlich, Wahnsinn, jetzt werden die Leute überall hingeschoben, wo wer was kann. Ne? Aber ich bin bei der M-Byte und auch der K-Byte, also die Limousine, sind zwei sehr, sehr schöne Autos. Also vom Konzept her richtig cool und ich wünsche denen auch alles Glück der Welt, dass sie hier das Auto auf dem Markt bringen. Ne? Du kennst ja meine Meinung vom Elektroauto. Für mich ist ein Elektroauto ein überzüchteter Gabelstapler ohne Gabeln. Was anderes ist ein Elektroauto nicht. Ganz ehrlich, das kann jeder bauen. Ja. Das kann jeder hinkriegen. Also der über ein Industrieunternehmen verfügt, kann ein Elektroauto bauen. Genau. Ein Auto mit Verbrenner zu bauen, brauchen wir beide nicht reden, ist kompliziert. Definitiv. Allein der Motor vorne, du musst mit den Crashtests aufpassen, dass der Motor nicht im Inneren landet und all den Zirkus. All das hast du nicht bei dem Elektroauto. Ja, genau. Das ganze Thema Struktur und so weiter kannst du hier ganz anders ausführen, wenn du ein rein Elektro entwickelst. Ja, wenn du auf der Plattform bleibst. Ja. Ja, wenn man so macht wie Hyundai gerade, aus dem Verbrenner auch mal ein Elektro zu bauen und so weiter, klar haben sie natürlich den Aufwand, aber so wie es Tesla macht, deswegen sind die Autos ja so sicher. Die können halt ganz anders auf der grünen Wiese anfangen zu malen und zu entwickeln. Glaubst du, dass die deutsche Automobilindustrie eine Chance hat? Ich muss es glauben. Du arbeitest da, ne? Ich muss es glauben. Also ich bin ganz ehrlich, also das, was gerade passiert, ist dermaßen spannend, dass ich natürlich so viel Erfolg wünsche, wie es eben nur geht, aber die Ignoranz teilweise der deutschen Automobilindustrie, und das sage ich hier ganz klar, also da nehme ich jetzt auch kein Blatt vor den Mund, die ist halt zum Scheitern verurteilt. Und die haben den Startschuss viel zu spät, haben es viel zu lange ignoriert, haben viel zu viel auch auf Wasserstoff, was ich gesetzt. Und da können jetzt Leute wieder kommen und erzählen, wie toll Wasserstoff ist. Kriegst du gleich wieder einen Shitstorm. Nee, hör auf, wir lassen das jetzt. Könnten wir jetzt kurz erklären, warum Wasserstoff Unsinn ist, aber naja. Ja, sollen sie glauben, dass Wasserstoff die Lösung ist. Wird sie nicht sein. Nein. Ne? Und jetzt fordern die großen Hersteller in Deutschland auch Unterstützung vom Staat und alles, ja. Aber ganz im Ernst, ihr braucht das Geld jetzt nicht. Ihr hättet das Geld vor 5 Jahren gebraucht, um auf Augenhöhe zu sein. Und alles, was jetzt kommt, das ist halt schon echt 2-3 Jahre zu spät. Und wir wissen, wie lange es dauert, ein Auto zu entwickeln. Und dürfen wir nicht vergessen, wie gesagt, dieses Auto rollt noch mit Standardmotoren, die seit 150 Jahren existieren. Weil der Asynchronmotor, das ist der erste Elektromotor gewesen, den gab es schon vor 150 Jahren. Tesla arbeitet jetzt an den Reluktanzmotoren. Nicht? Und wir können sicher sein, die Reluktanzmotoren sind im Roadster drinne. Die werden garantiert auch im Semitruck drinne sein. Ja. Nicht? Die nächste sollte in den Model S-Generation kommen. 3 hat der auch drin, oder nicht? Reluktanz? Ja, hinten ist ein Vorne ist eine Synchronmaschine ist vorne. Synchronmaschine, drin. Okay. Und je schneller du fährst, desto mehr übernimmt der hintere Motor. Ah, okay. Wie gesagt, du merkst es vom Fahren. Ich habe das nicht geglaubt, dass da ein Unterschied ist. Okay. Es ist tatsächlich ein Unterschied. Ja. Also ein Model 3 fahren, meine Tochter hat null Bock auf Autofahren. Die findet Autofahren widerlich. Mhm. Seit sie diesen Model 3 hat, lebt die in dem Auto. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Das war für sie einfach, ein Auto gehörte dazu, den brauche ich haben, damit ich zur Arbeit komme und dass ich mit dem Pferd komme. Ja. Jetzt ist das was ganz anderes. Jetzt wird es wahrscheinlich auch gewaschen. Richtig. Jetzt hat sie mich gefragt, wann kann ich das Auto das erste Mal waschen? Ja, herrlich. Die Autos vorher, da war nichts mit. Ja, wie siehst du die deutsche Automobilindustrie? Kritisch. Der ich es nicht gönne, wird es schaffen. VW wird es schaffen. Hinkriegen. Die nehmen es echt ernst. Die haben einfach die Macht. Die beiden größten Konzerne der Welt sind Toyota und VW, die über jegliches Geld auf dieser Erde verfügen können. Die werden es einfach mit der Brechstange hinbekommen. Ja. Die werden eine neue Plattform entwickeln. Die werden Autos auf dieser Elektroplattform bringen. Es wird unfassbar viele Leute die Jobs kosten. Getriebewerke brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen keine Motorenwerke mehr. Die Zulieferindustrie wird leiden. Unsere anderen Hersteller sehe ich als extrem kritisch. Hast du das mit Geely verfolgt bei Mercedes? Ja, klar. Das Smart. Smart ist weg. Ich weiß. Smart ist jetzt chinesisch. Ganz, ganz übel, die Nummer. Von BMW sehe ich auch nichts kommen mehr. Die haben so früh angefangen mit dem i3, die waren sowas vor der Zeit. Gut, haben natürlich auf Leichtbau gesetzt, was damals Quatsch war. Das war Quatsch. Allein die Reparatur einer Kohlefaserkarosse nahezu unmöglich. Gilt als unmöglich, ja. Dann i8 in beiden Variationen, also der neuere und der ältere. Ich habe einen Freund, der hat beide. Mein Gott, nettes Auto, sieht top aus. Muss ich mich reinoperieren zwar, aber fantastisches Auto vom Aussehen her. Die Performance von dem Fahrzeug ist nichts. Das kann man nicht ernst nehmen, ne? Leider. Ja, ist auch kein Elektro, ist für mich ein Hybrid. Ist für mich ein Plug-in-Hybrid, Punkt. Also ich glaube, dass viele Hersteller, klassische Hersteller, extremste Schwierigkeiten haben werden. Ja. Da werden neue Player kommen. Ja. Gerade, ich vermute mal, sehr viel China. Wir beide sind ja nun auch Fan von
von Kona und Ioniq. Ne? Ja. Also Hyundai ist ja auch aus meiner Sicht ganz weit vorne, weil die es einfach gemacht haben. Ja, genau. Die haben ohne groß Wenn und Aber gesagt, okay, wir ziehen es durch. Genau. Da wurde auch nicht viel Werbung gemacht. Das Ding kam ja auf einmal. Genau, und auf einmal hast du da elektrische Autos am Markt gehabt. Ja. Und Kia auch jetzt, e-Niro, e-Soul, ist ja die gleiche Firma. Ist ja die gleiche Firma, ja. Genau, und die bewegen sich einfach. Das ist das Geile daran. Ja. Die machen einfach. Und bei uns wird rumdiskutiert. Und da sehe ich doch, das ist ein ganz großes Thema. Ne? Also große Batteriefirmen, LG Shen zum Beispiel, ne? SKN ist glaube ich chinesisch, aber LG ist ja koreanisch. Und wenn jetzt der heimische koreanische Autohersteller sagt, ich brauche mehr Batterien, kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand kommen kann wie BMW oder so weiter und sagt, aber ich brauche von euch auch Batterien. Deswegen sage ich ja, es ist eine große Fehlentscheidung gewesen, die Batteriewerke, die wir hier in Deutschland ja schon hatten, ad acta zu legen. Ich glaube auch. Die haben nicht überblickt, was kommen wird. Ja. Und ich glaube auch, dass noch ganz andere Player jetzt ganz langsam kommen werden. Weil, wie gesagt, das hatten wir eben gesagt, ein Elektroauto zu bauen ist nicht schwierig. Nicht wirklich. Gut, in der Qualität, wie die Deutschen das machen, ist es schon ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, dass die Generation, die jetzt kommt... Die interessiert das gar nicht mehr. Nein, ich sehe das ja... Das sind keine Spaltmaßfetischisten. Ja, meine Tochter hat gesagt, was ist eigentlich ein Spaltmaß? Ja. Das interessiert eigentlich die Generation, Apple-iPhone-Generation, interessiert das alles nicht. Ne? Nee. Deswegen sehe ich auch vielleicht in der Übernahme, falls Tesla doch mal gekauft werden sollte, da sehe ich als einzigen Kandidaten Apple. Ja, habe ich auch gesagt. Das ist genau mein Gedanke. Weil die könnten den aus der Portokasse im Moment noch bezahlen. Ja. Und das passt so gut zusammen. Eigentlich ja. Und ganz ehrlich, Apple braucht auch was Neues. Ja iPhone zum... iPhone ist auf dem absteigenden Ast. Ja, die halten halt inzwischen so lange, sind so lange aktuell. Das ist ja der große Vorteil von Apple. Du hast ein Betriebssystem, das läuft halt immer noch auf 3-4 Jahre alten Handys. Ja. Und das sorgt aber auf der anderen Seite natürlich dafür, dass sie eben sich nicht das Neue holen, damit sie das neueste System drauf haben. Also, und wenn du einmal in der Apple-Welt bist, dann ist alles sicher. Wer einmal Apple hatte, der geht da ja auch nicht wieder von weg. Da hast du ja keinen Bock mehr drauf. Eigentlich nicht. Genau. So, und deswegen passt das so gut zusammen. Ja. Tesla und Apple, das würde passen. Die haben so viele Parallelen. Ja, aber wer weiß, was kommt, das wissen wir alle nicht. Vielleicht hat Apple auch was in der Schublade, das wissen wir auch alle nicht. Wir können ja nur spekulieren, mehr geht ja gar nicht. Ne? Aber die Welt wird sich drehen. Wir werden auch uns noch umgucken, wie schnell das jetzt alles gehen wird. Auch das autonome Fahren. Ich sag mal 2030, da werden die wenigsten Leute noch selber lenken. Das glaube ich auch. Du hast gesehen, wie schnell das damals mit dem iPhone ging. Ja. Nicht? Damals hat jeder gedacht, Nokia ist der Player ohne Probleme. So, Zwei Jahre später gab es... Wer ist Nokia? Wer ist Nokia, ja. Und das ist das Problem. Und das iPhone hat einfach die Welt gerockt. Ja. Und wer weiß, was jetzt kommt. Nicht? Also ich habe jetzt ist freigeschaltet bei Model 3, fahren nach Navigationssystem. Hm. Hammer, ne? Ja. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe es jetzt. Wurden jetzt gestern Nacht oder so. Also, ja, glaube ich, ist freigeschaltet jetzt. Ne? Ja, und full self-driving. Ja. Das heißt, also er biegt irgendwie selber ab von der Autobahn. Ja, nimmt die Ausfahrt selber und so. Ja, das ist unglaublich, oder? Ja, schon geil. So, wir sind 2019, Stefan. Wir sind 2019. So, das ist mir so lange. Seit wann beschäftigst du dich jetzt ernsthaft mit Elektromobilität? Zwei Jahre. Was hat sich in den 2 Jahren schon getan? Ja. Ich mache es ein bisschen länger. Ja. Gut, ich komme aus einer ganz anderen Zeit. Du kommst aus einer ganz anderen Zeit und ich muss ganz ehrlich sagen, vor 2 Jahren war das auch genau das, was du vorhin sagtest mit deinem Maxus. Du bist zum einzigen CCS-Lader ins Dingsenzentrum oder wie heißt es denn? Genau, ins Outlet. Ja. Und da war der einzige CCS-Lader und inzwischen hast du die halt quasi neben der Tür. Ja, brauche ich dir noch nicht sagen, da lädst du ja selber. Hemdtankstelle, genau. Family Hard, funktioniert alles. Vitus. Vitus, genau. Jede Karte wird akzeptiert. Ja. Alles super. Also ich sehe das, jetzt wird das mit Macht vorangetrieben. Und wir kommen jetzt wahrscheinlich auch auf enorme Stückzahlen. Übrigens nochmal ganz interessant, auch das sollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber wir sind ja 83.000 zugelassene Elektrofahrzeuge in Deutschland. Mhm. Weißt du, was von Tesla jetzt auf den Markt kommt, an Model 3 in Deutschland? Ja, klar, ne? 15.000. 15.000, überleg mal. Überleg das mal, was das für ein Schlag ist. Die machen da mal eben 20% aus. Ja, und dann bin ich, das musst du dir mal überlegen, ich möchte gar nicht in der Situation eines Autovorstandes sein jetzt. Nee. Das treibt mir doch die Tränen in die Augen, wenn ich das... Eigentlich muss es das tun, ne? Die kannst du auch nicht. In der Schweiz jetzt, Nummer 1 in der Zulassungsstatistik, Model 3.
Ich meine, sagen, nee, Schmalz ist aber ein kleiner Automarkt. Hey, so fängt's an. Und wir sind einfach in Deutschland, sind wir einfach noch das Land der Verbrenner, einfach weil wir auch eben so schnell fahren dürfen. Ne? Das hatten wir vorhin schon. Aber ganz im Ernst, das kann ich doch nicht ignorieren. Holland, Norwegen, Schweiz, Österreich, wie das alles jetzt hochgeht mit dem ganzen E-Auto. Also Wahnsinn, der Wahnsinn. Oh, ja. So, und ich war ja live bei der Auslieferung dabei, falls du das ja geguckt hast. Natürlich. War ja nicht so ganz leicht. Die Dinger gingen da im Halbstundentakt raus. Und das hörte nicht auf. Die Jungs sind da 7 Tage am Arbeiten. Ja. Nicht? Und ich habe jetzt, wie gesagt, noch ein kleines Interview da gemacht mit einem Mitarbeiter aus dem Service. Und die nächsten 3 Monate braucht bei Tesla auch keiner anrufen. Da geht keiner mehr ins Telefon. Nee, ne? Ich kann auch eine E-Mail schreiben oder selber hinfahren. Ja. Ich habe jetzt für meinen Wagen auch endlich ein Datum, wo ich also den Owe gemacht hat, den Owe sich angeguckt hat, dass die ganzen Kleinigkeiten da beseitigt werden. Aber da musste ich quasi selber für hinfahren. Ja. Und dann weiß man, was da abgeht. Das glaube ich. Ich wünsche der Automobilindustrie auch so einen Erfolg. Weil wir sind nun mal, Deutschland ist das Autoland und wir leben von der Automobilindustrie. Das ist so. Da ist ganz viel abhängig. Es sind auch die ganze Zulieferindustrie und so weiter. Ne? Also da ist halt wirklich... Ist ein harter Gang, der jetzt vor den Jungs liegt. Definitiv. Ne? Cool. Ja, Holger. Du musst das Auto zurückbringen. Ich muss das Auto zurückbringen. Danke für den spontanen Schnack, mein Lieber. Stefan, hau rein. Wie geht die Tür jetzt auf? Ich fürchte... Habe ich hier einen Knopf irgendwie? Oder? Ich fürchte, da ist so ein Hebel. Guck mal, siehst du den Hebel da? Dieser... Das hatte man früher, ne? Ja, genau. Ich glaube, den musst du ziehen und gleichzeitig jetzt an der Tür drücken. Das ist nicht dein Ernst, oder? Guck mal, so geht die Tür auf. Das ist ja Wahnsinn. Das ist Freizeit. So, das war Holger Launelein mit mir hier im Auto. Das war ganz spontan jetzt, aber ja, Audi e-tron ist in Ordnung, aber da muss mehr kommen. Ich bin begeistert trotzdem. Alles klar. Also, macht's gut. Holger, danke, ciao. Ciao.